Der Römer in Frankfurt am Main, 26. Oktober 1454, 15 Uhr am Nachmittag. Im Rathaus der Stadt haben sich Kurfürsten, Fürsten und städtische Gesandtschaften aus verschiedenen Regionen des Reiches versammelt. Gemeinsam mit Vertretern Kaiser Friedrichs III. Und dem päpstlichen Legaten Giovanni di Castiglione führen sie Beratungen über eine militärische Unterstützung der Ungarn im Kampf gegen den osmanischen Sultan Mehmed II. Die Fürsten befürworten einstimmig die Vereinbarungen, die zuvor in mühevollen Gesprächen zwischen den kaiserlichen Gesandten und den Kurfürsten erzielt worden waren. Die städtischen Botschaften hingegen zögern und entscheiden sich für die geläufige zeitgenössische Praxis des Hintersichbringens. Sie seien nicht mit ausreichenden Vollmachten ausgestattet und müssten daher die genannten Beschlüsse zunächst dem heimischen Rat vortragen. Da ergreift Markgraf Albrecht von Brandenburg, ein jüngerer Bruder Kurfürst Friedrichs II. Von Brandenburg, das Wort und weist die städtischen Gesandten energisch zurecht. Sie, die Städte, seien nur der Ehre wegen um Rat gebeten worden, nicht der Notwendigkeit halber. Unmittelbar dem Reich unterstellt, sei es an ihn zu gehorchen, nicht zu beraten. Nach diesen harschen Worten aber habe es niemand mehr gewagt, noch einen Mucks zu tun. Gleich in mehreren Schreiben hat der kaiserliche Rat Aeneas Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius II., über diesen Frankfurter Wortwechsel berichtet, der ein bemerkenswertes Schlaglicht auf die Rolle der Städte im Rahmen spätmittelalterlicher Reichsversammlungen wirft. Waren die Städte tatsächlich nur politische Zaungäste, geduldete Zuhörer der fürstlichen Beratungen und gehorsame Zahlmeister ohne Mitspracherechte, aber mit der Verpflichtung, die vereinbarten Beschlüsse mitzutragen? Die spätmittelalterlichen Städte also als Besucher ohne Rechte, nur mit Pflichten? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen möchte ich in zwei Schritten vorgehen. Einleitend werde ich einen kurzen Überblick über die mittelalterliche Begrifflichkeit geben, die im Zusammenhang mit politischen Versammlungen verwendet wurde. In einem zweiten Abschnitt werde ich mich dann der Rolle städtischer Gesandtschaften auf spätmittelalterlichen Reichsversammlungen widmen, auf die rechtlichen Grundlagen einer städtischen Partizipation eingehen, Theorie, und aus der doppelten Perspektive des Königstums und der Städte deren konkrete Handhabung thematisieren, Praktik. Im Unterschied zu anderen westeuropäischen Ländern hatte das Deutsche Reich erst zu einem vergleichsweise späten Zeitpunkt im ausgehenden 15. Jahrhundert eine spezifische Begrifflichkeit für die politischen Versammlungen des Herrschers mit den Großen des Reichs ausgebildet. In den mittelalterlichen Quellen wurden die betreffenden Zusammenkünfte unterschiedslos mit Ausdrücken wie Conventus, Consilium, Colloquium oder Convocatio belegt, die auch in anderen Zusammenhängen, im geistlichen Bereich ebenso wie in städtischen Kontexten, Verwendung finden konnten. Zumindest zeitweise wurde im 13. und 14. Jahrhundert zudem der Ausdruck Parlamentum benutzt. Bereits seit der Mitte des 11. Jahrhunderts ist darüber hinaus jedoch ein bevorzugter Gebrauch des Begriffs Curia, Curia Regalis bzw. Curia Imperialis zu beobachten. Ebenso wie sein volkssprachliches Pendant Hofe verweist er auf die ursprünglich enge organisatorische und personelle Bindung der politischen Beratungen an die königliche Hofhaltung. Seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert wird diese höfisch orientierte Begrifflichkeit durch die sprachlich-inhaltlich zunächst unverbindlicheren Ausdrücke Geta bzw. deutsch Tag abgelöst, zunächst nur im zeitlichen Sinne von Termin, einen Tag gleich Termin setzen, dann aber auch mit einer zeitlichen und örtlichen Festlegung, die nicht mehr zwingend am königlichen Reiseweg ausgerichtet war. Es sind die Jahre der krisenhaft geschwächten Herrschaft König Wenzels, des ältesten Sohnes und Nachfolgers Kaiser Karls IV., in denen zugleich die ersten königslosen Tage jenseits der obligatorischen Wahltage stattfanden. Politische Versammlungen der Kurfürsten mit anderen weltlichen und geistlichen Herrschaftsträgern, Fürsten, Grafen, Herren, Äbten sowie städtischen Gesandtschaften,
an denen das Reichsoberhaupt aus unterschiedlichen Gründen nicht persönlich mitwirken konnte oder wollte. Aus den Beratungen am königlichen Hof wurden Beratungen im Reich, mit oder ohne den Herrscher. Die zeitgenössischen Quellen verweisen in diesem Zusammenhang verschiedentlich adjektivische Ergänzungen wie königlich, kaiserlich, christlich, gemein bzw. auf Latein generalis oder universalis, um diese Tage bzw. Diätä besser von anderen politischen Zusammenkünften wie beispielsweise Fürstentagen, Landtagen oder Städtetagen abzugrenzen. Erstmals in Verbindung mit der Wormser Reichsversammlung 1495 wurde schließlich im Deutschen der Ausdruck Reichstag, Riestag verwendet, der die zeitgenössische Quellensprache ungewöhnlich rasch dominieren sollte. Dieser begriffliche Dreiklang von Curia Hofe, Jeter Tag und Reichstag wurde auch von der modernen Forschung aufgenommen, die entsprechend zwischen den älteren Hoftagen bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, den Reichsversammlungen des ausgehenden 14. und 15. Jahrhunderts und den Reichstagen der frühen Neuzeit unterscheidet. Das signifikante Fehlen einer spezifischen mittelalterlichen Begrifflichkeit verweist dabei zugleich auf den institutionell noch offenen Charakter der betreffenden politischen Versammlungen. Erst im ausgehenden 15. Jahrhundert ist in diesem Zusammenhang eine institutionelle Konsolidierung zu beobachten, die den endgültigen Übergang vom königlichen Hoftag des hohen Mittelalters zum Reichstag der frühen Neuzeit markiert. Grundlage dieser institutionellen Konsolidierung waren umfangreiche ordnungspolitische Aushandlungsprozesse zwischen Königtum und Reich, welche die spätmittelalterlichen Reichsversammlungen in besonderer Weise prägten. Im Mittelpunkt standen dabei politisch-rechtliche Forderungen, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die sich mit den einzelnen politischen Macht- und Handlungsträgern, dem Königtum, den Reichsfürsten und den Städten verbanden. Wer wird zu den jeweiligen Reichsversammlungen eingeladen? Wer darf an den dortigen reichspolitischen Beratungen mitwirken und in welcher Form? Auf welcher rechtlichen Grundlage, durch wen und in welcher Form werden Beschlüsse gefasst, die für das gesamte Reich rechtlich bindend sind? Mit dem einleitend geschilderten Frankfurter Wortwechsel hatte ich Ihnen bereits ein Beispiel für diese zeitgenössischen Kontroversen vorgestellt, den ich nun in einem zweiten Hauptabschnitt genauer nachgehen möchte. Zum besseren Verständnis jedoch zunächst ein Blick auf die allgemeinen Grundlagen politischer Beratungen im mittelalterlichen Reich, also die Theorie. Als Hoftage bzw. Reichsversammlungen werden die vom Herrscher einberufenen Zusammenkünfte bezeichnet, an denen zunächst nur die Großen des Reichs, also die weltlichen und geistlichen Reichsfürsten, später seit 1255 auch städtische Vertreter teilnahmen. Diese nicht selten festlich geraten Versammlungen wurden in unregelmäßigen Abständen und an wechselnden Orten im Reich abgehalten. Zunächst bevorzugt an Bischofssitzen und in königlichen Pfalzen, seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert in wachsendem Umfang in Städten. Die Teilnahme der Großen des Reichs an königlichen Hoftagen war maßgeblich an die vasalitische Hoffahrt gebunden. Gemeint ist damit die wesentlich lehnrechtlich begründete Verpflichtung der Fürsten und Kronvasallen, sich auf Geheiß des Herrschers an den königlichen Hof zu begeben und dort in einem umfassenden Sinne Rat und Hilfe, Consilium et Auxilium, zu leisten. Zu den im Rahmen der Hoffahrt zu erfüllenden Dienstpflichten zählten neben der Mitwirkung an königlichen Hofgerichtssitzungen und der Übernahme höfischer Ehrendienste auch die Beratung des Herrschers in schwierigen politischen Angelegenheiten. Mit Blick auf den städtischen Hoftagsbesuch ist zunächst zwischen Reichsstädten und freien Städten zu unterscheiden. Das Rechtsverhältnis des Königtums zu den königlichen bzw. spätestens seit dem 13. und 14. Jahrhundert Reichsstädten wurde durch die spezifische rechtliche Stellung bestimmt, die das Reichsoberhaupt als Herr dieser dem Reichsgut zugeordneten städtischen Siedlungen einnahm.
Kurz gesagt, der König war der unmittelbare Stadtherr mit entsprechenden stadtherrlichen Rechten und Pflichten. Im Vergleich zu den Fürsten und Kronvasallen standen die Reichsstädte in einem engeren Schutzverhältnis zum Herrscher, waren zugleich aber auch in eine strengere Befehls- und Gehorsamsbeziehung eingebunden. Verschiedene stadtherrliche Rechte des Königs sind in diesem Zusammenhang zu benennen. Darunter der Anspruch auf städtische Gastung bzw. Beherbergung des königlichen Hofes, auf finanzielle und militärische Unterstützung sowie allgemein auf Rat und Hilfe durch die betreffende Reichsstadt. Die freien Städte hingegen waren ehemalige Bischofsstädte, die sich aus der herrschaftlichen Gewalt des bischöflichen Stadtherrn gelöst hatten. Sie standen zwar unter dem Schutz des Reiches, waren jedoch, so Götz Landwehr und Sonja Schneider, Zitat, weder ihrem ehemaligen Stadtherrn noch dem Reich zur Zahlung von Steuern oder sonstigen Leistungen, Rat und Hilfe, verpflichtet. Ihr Eid gegenüber Kaiser und Reich war kein untertäniger Huldigungs- und Treueeid, sondern ein Bundes- und Beistandseid, wie ihn auch die Fürsten leisteten, der die Städte lediglich zur Teilnahme an der Romfahrt und zum Krieg gegen die Ungläubigen verpflichtete. Zitat Ende. Der Besuch mittelalterlicher Hoftage bzw. Reichsversammlungen beruhte demnach auf unterschiedlichen rechtlichen Verpflichtungen der politischen Macht und Handlungsträger, die der Herrscher bei Bedarf, sofern er es für notwendig erachtete, einfordern konnte. Der Kreis der Geladenen wurde mithin vom Herrscher selbst bestimmt und konnte entsprechend stark variieren. Die Teilnehmer mittelalterlicher Hoftage bzw. Reichsversammlungen traten denn auch nicht als gewählte Repräsentanten eines Territoriums, einer Stadt bzw. Landgemeinde oder eines Standes, als Vertreter des Adels oder des Bürgertums auf. Dies unterscheidet sie sehr deutlich beispielsweise von den Mitgliedern des englischen Parlaments oder der französischen Generalstände. Die potenziellen Aufgabenstellungen waren breit gefächert. Zu den wichtigsten gehörten erstens Beratungen über innen- und außenpolitische Angelegenheiten, über Frieden und Krieg, Bündnisverträge und fürstliche Konfliktfälle, Landfriedensordnungen und reformerische Maßnahmen im Reich des 15. Jahrhunderts, sogenannte Reichsreform, um nur einige Beispiele zu nennen. Zweitens die Durchführung königlicher Hofgerichtssitzungen, die unter dem Vorsitz des Herrschers selbst oder eines von ihm ernannten Hofrichters stattfanden. Diese jurisdiktionellen Aufgabenstellungen sollten allerdings im Verlauf des 15. Jahrhunderts in den Hintergrund treten, als die gerichtlichen Funktionen durch das königliche Kammergericht, seit 1495 Reichskammergericht, übernommen wurden. Ob und wenn ja, wann die genannten Themen im feierlichen Rahmen eines Hoftags behandelt wurden, war jedoch dem Ermessen des Herrschers vorbehalten. Nach Peter Schmidt bestand, Zitat, offenbar kein Rechtszwang, die genannten Angelegenheiten ausschließlich auf Reichsversammlung zu behandeln, sondern es war dem König durchaus möglich, darüber selber oder unter Mitwirkung eines kleinen Kreises zu entscheiden. Zitat Ende. Der mittelalterliche Hoftag war und blieb zunächst ein Herrschaftsinstrument des Königtums, das von diesem je nach Bedarf und Situation flexibel gehandhabt werden konnte. Et les vies dans tout cela? Unter dem Stichwort Pratique möchte ich im Folgenden einen knappen Überblick über die Geschichte der Städte auf spätmittelalterlichen Reichsversammlungen geben. Einerseits aus der Perspektive des Königtums mit Blick auf die königliche Ladungspraxis, andererseits aus der Perspektive der freien Reichsstädte mit Blick auf den städtischen Besuch spätmittelalterlicher Reichsversammlungen. Die Geschichte des städtischen Hoftagsbesuchs beginnt in der Mitte des 13. Jahrhunderts, als erstmals Gesandtschaften der Städte zu den gemeinsamen Beratungen des Herrschers mit den Großen des Reichs hinzugezogen wurden. Der junge, weitgehend mittellose König Wilhelm von Holland hatte im Februar 1255 in Worms einen Hoftag abgehalten, zu dem auch Mitglieder des mächtigen Rheinischen Städtebundes eingeladen worden waren. Gegenstand der Verhandlungen
war nicht zuletzt die Errichtung eines allgemeinen Landfriedens, der in Gegenwart König Wilhelms neben mehreren Fürsten, Grafen und Herren auch von städtischen Vertretern beschworen wurde. Wiederholt wurden darüber hinaus seit der Zeit König Rudolfs I. von Habsburg im ausgehenden 13. Jahrhundert städtische Vertretungen bei der Einberufung königlicher Zusammenkünfte berücksichtigt. Auch hier bevorzugt in Verbindung mit der Errichtung von Landfriedensordnungen. Der Besuch königlicher Hoftage durch städtische Gesandtschaften ist darüber hinaus auch für das 14. Jahrhundert kontinuierlich dokumentiert. Gleichwohl hatten die Freien und Reichsstädte keineswegs dauerhaft ein Recht auf die Mitwirkung an politischen Beratungen erworben. Gleiches gilt auch für die noch nicht einheitlich geregelten Verfahren der Beschlussfassung. Bisweilen allerdings wurden die städtischen Vertreter zumindest aufgefordert, den bereits beschlossenen Vereinbarungen nachträglich beizutreten. Spätestens seit den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts, in Verbindung mit der städtefreundlichen Haltung Kaiser Sigismunds und König Albrechts II., wurden die Freien und Reichsstädte regelmäßig und in größerer Zahl zu den reichspolitischen Zusammenkünften eingeladen. Gelegentlich wurden städtische Vertreter dabei auch zu den Beratungen der Kurfürsten, Fürsten, Prälaten und Herren hinzugezogen, verschiedentlich zu dem in die seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert dokumentierten Ausschüsse aufgenommen. Die Reichspolitik Kaiser Friedrichs III. Hingegen war weitaus stärker an den Reichsfürsten und am Adel orientiert, während den Städten eine weitaus geringere Rolle zugewiesen wurde. So waren die Freien und Reichsstädte zwar bei den Frankfurter Verhandlungen im Sommer 1442 in großer Zahl vertreten. Die dortige Errichtung der Frankfurter Landfriedensordnung, der sogenannten Reformatio Fridericii, fand jedoch ohne städtische Mitwirkung statt. Und auch zu den reichspolitischen Beratungen der Jahre 1443 bis 1447, die sich wesentlich auf kirchenpolitische Problemstellungen im Kontext des Basler Konzils konzentrierten, wurden die Freien und Reichsstädte nicht hinzugezogen. Bemühungen um eine möglichst weitreichende, auch die Städte einbeziehende Ladungspolitik Kaiser Friedrichs III. Sind hingegen für die sogenannten Türkenreichstage der Jahre 1454 und 55 dokumentiert. Diese Bemühungen stehen in enger Verbindung mit neuen politischen Herausforderungen, die seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts im Reich zu beobachten sind. Durch innen- und außenpolitische Bedrohungen war in jenen Jahren der Zwang zu militärischen Aufwendungen in einer neuen Größenordnung entstanden, die weder durch das traditionelle Lehnsaufgebot der Kronvasallen bewältigt, noch durch größere Söldnertruppen finanziell gemeistert werden konnte. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang namentlich die böhmischen Hussitenkriege, die osmanische Expansion auf dem Balkan nach dem Fall von Konstantinopel sowie die langjährigen Auseinandersetzungen mit Burgund, Ungarn und Frankreich. Im Rahmen der im Sommer 1442 abgehaltenen Nürnberger Reichsversammlung war daher erstmals ein militärisches Leistungsverzeichnis der Reichsfürsten, Prälaten, Grafen, Herren und Städte erstellt worden. Gemäß dieser sogenannten Reichsmatrikel sollten insgesamt 2000 Gleven für einen täglichen Krieg gegen die böhmischen Hussiten bereitgestellt werden. Als Gleven werden militärische Einheiten in einer variablen Mannschaftsstärke von jeweils 3 bis 5 Panzerreitern mit Knechten bezeichnet. Je nach militärischem Bedarf wurden auch in späteren Jahren wiederholt entsprechende Reichsmatrikel angelegt, die allerdings weder regelmäßig alle Reichsglieder noch ausschließlich Reichsunmittelbare, direkt dem Reich unterstehende Reichsfürsten, Prälaten, Grafen, Herren und Städte erfassten. In dichter Folge geschah dies in den späteren Jahren der Herrschaft Kaiser Friedrichs III. In Frankfurt im Herbst 1454, in Nürnberg im August 1467 und in Regensburg im Juli 1471, in Nürnberg im November 1480 und August 1481, in Frankfurt im März 1486 sowie in Nürnberg im Juni 1487. Das Reich
konstituierte sich auf diese Weise als eine finanzielle Lasten- und Pflichtengemeinschaft. Die Freien und Reichsstädte waren in diesem Zusammenhang als finanzielle Leistungsträger besonders gefordert. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts wurden sie daher zunächst vergleichsweise regelmäßig zu den politischen Zusammenkünften des Herrschers mit den Reichsfürsten eingeladen. Dabei überlagerten sich zwei scheinbar divergierende Interessenlagen. Erstens die Forderung nach weiterreichenden politischen Mitwirkungsrechten und einer kollektiven, auch das Königtum rechtlich einbindenden Entscheidungsfindung in reichspolitischen Angelegenheiten, gemäß dem ursprünglich aus dem römischen Recht übernommenen Grundprinzip des Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet, das heißt, was alle angeht, bedarf auch der Zustimmung aller. Und zweitens der Umstand, dass Kaiser Friedrich III. Selbst erhöhtes Interesse an einer hinreichend gut besuchten Versammlung hatte, die in Reichsangelegenheiten kollektiv bindende Beschlüsse fassen konnte. Tatsächlich ist ein umfangreiches Ladungsverzeichnis erstmals für den Regensburger Großen Christentag im Sommer 1471 überliefert, der im Zeichen einer gemeinsamen christlichen Türkenabwehr stand. Neben 7 Erzbischöfen, 41 Bischöfen, 10 Äbten und Pröpsten, 32 weltlichen Fürsten, 71 Grafen und Herren sowie 11 Mitgliedern der Eidgenossenschaft wurden hier insgesamt auch 89 Städte berücksichtigt. Gleichwohl blieb es zunächst auch weiterhin dem Ermessen des Herrschers vorbehalten, ob und wenn ja, in welchem Umfang er Städte zu den Reichsversammlungen einberief. Zu den Nürnberger Beratungen im Oktober, November 1480 sowie im März und Juli 1487 beispielsweise hatte Kaiser Friedrich III. Zumindest 12 bzw. 8 prominente Freie und Reichsstädte einberufen, darunter Straßburg, Köln, Basel, Augsburg, Speyer, Frankfurt am Main, Nürnberg und Ulm. Auf eine Einladung der Städte zu den Frankfurter Reichsversammlungen im Februar 1485 und im Februar, Mai 1486 hat er hingegen wegen des notorischen städtischen Hintersichbringens verzichtet. Erst in Verbindung mit dem Wormser Reformreichstag von 1495 sollte sich eine allgemeine herrscherliche Ladungspflicht auch der Freien und Reichsstädte durchsetzen. Und erst zu diesem Zeitpunkt, 1495, wurde auch der Kreis der Reichsangehörigen insgesamt festgelegt, die teilnahmeberechtigt waren und zu einem Reichstag geladen werden mussten. Grundlage hierfür bildete die sogenannte Reichsstandschaft, die nicht zuletzt durch Reichsmatrikel und Ladungsverzeichnisse ausgewiesen wurde. An die Stelle einer in älteren Rechtsvorstellungen begründeten Verpflichtung zu einem durch Ladung eingeforderten Besuch königlicher Hoftage trat mithin im ausgehenden 15. Jahrhundert der rechtliche Anspruch auf politische Mitwirkung im Rahmen der zeitgenössischen Reichsversammlungen. Dieser politisch-rechtliche Übergang von der Pflicht zur Unterstützung zum Recht auf Konsultation über die zu tragenden Lasten markiert zugleich den endgültigen Übergang vom königlichen Hoftag des hohen Mittelalters zum Reichstag der frühen Neuzeit. Doch erst im Westfälischen Frieden von 1648 wurde den Freien und Reichsstädten ein Votum decisivum, also ein nicht entscheidendes Votum, zugestanden, nachdem sie zuvor nur über ein Votum consultativum, also ein beratendes Votum, verfügt hatten. Das Auftreten reichsstädtischer Gesandtschaften im Rahmen spätmittelalterlicher Reichsversammlungen wurde wesentlich durch den verfahrenstechnischen Dreiklang informieren, beraten, ad referendum nehmen angeleitet. Mit den herrscherlichen Ladungen war zwar immer wieder auch die nachdrückliche Forderung verbunden, städtische Vertretungen mit voller Gewalt, plena potestas, zu entsenden. Die Freien und Reichsstädte betrachteten die Hoftage und Reichsversammlungen jedoch vor allem als einen Ort der Information und der Beratung, nicht jedoch der definitiven Entscheidungsfindung. Diese sollte im heimischen Rat oder als eine gemeinsame städtische Antwort im Rahmen eines nachfolgenden Städtetags erfolgen.
Wollte man weitere Verzögerungen der politischen Beratungen vermeiden, so musste man die entsprechenden Beschlüsse auch ohne städtische Mitwirkung fassen. Und genau dies ist auch der Hintergrund für den eingangs geschilderten Frankfurter Wortwechsel. Die städtische Beschickung spätmittelalterlicher Reichsversammlungen wurde durch unterschiedliche Faktoren bestimmt, darunter zum einen die geplanten Themen der Beratung, die in den Ladungsschreiben angekündigt worden waren, zum anderen die An- bzw. Abwesenheit des Herrschers. Denn jenseits der politischen Beratungen übernahmen die königlichen Hoftag- und Reichsversammlungen vielfältige Herrschafts- und Verwaltungsfunktionen, die nicht zuletzt Besucher aus dem näheren regionalen Umfeld an den betreffenden Tagungsort führten. Umgekehrt konnte sich eine geografische Randlage des gewählten Versammlungsortes, sei es Breslau 1420, Eger 1437, Wiener Neustadt 1455 oder Wien 1460, nachteilig auf die Teilnahmequote auswirken, auch wenn sich das Reichsoberhaupt persönlich zu den reichspolitischen Beratungen begeben hatte. Zwischen der Zahl der Geladenen und der Zahl der durch Gesandte tatsächlich vertretenen Städte konnten daher teilweise bemerkenswerte Schwankungen auftreten. Die großen Reichsstädte wie Nürnberg, Ulm und Frankfurt waren vergleichsweise regelmäßig vertreten. Ebenso die freien Städte Straßburg und Speyer, um nur einige Beispiele zu nennen. Nicht selten haben demgegenüber kleinere Städte auf eine eigenständige Beschickung verzichtet, zumeist aus finanziellen Gründen. Denn der persönliche Besuch einer Reichsversammlung war mit nicht geringen Kosten verbunden und eine Investition, die mit Blick auf eine mögliche Ergebnislosigkeit der Beratungen wohl bedacht sein musste. Entsprechend neigten vor allem kleinere Städte dazu, einen gemeinsamen Vertreter zu beauftragen. Auf dem Regensburger Großen Christentag im Sommer 1471 beispielsweise vertraten die Nürnberger Gesandten Niklas Groß und Jobst Haller die drei fränkischen Reichsstädte Winsheim, Weißenburg und Schweinfurt, die Botschaften der elsässischen Städte Hagenau, Kaisersberg, Colmar und Weißenburg, zugleich Schlettstadt, Mühlhausen, Oberenheim, Rosheim, Türkheim und Münster im Gregorienthal. Auch die Gesamtzahl der städtischen Besucher spätmittelalterlicher Reichsversammlungen konnte beträchtlich variieren. 9 städtische Gesandtschaften bei den Regensburger Beratungen im Frühjahr 1454, 16 bei den sich anschließenden Frankfurter Verhandlungen im Herbst 1454, mehr als 60 beim Regensburger Großen Christentag im Sommer 1471, nur 21 bzw. 30 auf den nachfolgenden beiden Augsburger Reichsversammlungen 1473 und 1474. Die städtischen Gesandtschaften bestanden im Allgemeinen, sofern bekannt, aus 1 bis 3 Mitgliedern, die vom städtischen Rat bestimmt wurden. Sie waren mithin nicht gewählte Vertreter ihrer Heimatgemeinde. Gemeinhin handelt es sich dabei um diplomatisch erfahrene Angehörige des städtischen Rats, Ratsherren und Bürgermeister, sowie gelehrte Räte, studierte Inhaber städtischer Ämter, wie beispielsweise Stadtschreiber oder Syndizi, also gelehrte Rechtsberater des städtischen Rats. Ich möchte mich zusammenfassend noch einmal den eingangs gestellten Fragen zur städtischen Rolle auf spätmittelalterlichen Reichsversammlungen zuwenden. Die Geschichte der spätmittelalterlichen Reichsversammlungen ist wesentlich bestimmt durch grundlegende strukturelle Wandlungen. Vom königlichen Hoftag als einem Herrschaftsinstrument des Königtums zum frühneuzeitlichen Reichstag als einer Institution des ständisch-korporativ organisierten Reichsverbandes, von der Pflicht der Reichsangehörigen zum Besuch königlicher Hoftage zum rechtlichen Anspruch der Reichsstände auf politische Mitsprache im institutionalisierten Rahmen des frühneuzeitlichen Reichstags. Diese strukturellen Wandlungen wurden auch von den Freien und Reichsstädten mitgetragen, die aus der Rolle der politischen Zaungäste und geduldeten Zuhörer fürstlicher Beratungen hinausdrängten. Das vor allem seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert zu beobachtende Bemühen um eine stärkere Einbindung in das Reichstagsgeschehen war begleitet von städtischen Forderungen nach einer allgemeinen Ladungspflicht der Freien und Reichsstädte und der Möglichkeit zur Mitwirkung an Beratungsgremien und Ausschüssen. Im Verlauf des 15. Jahrhunderts hatten sich bereits kuriale Beratungsformen herausgebildet, die neben den Kurien der Kurfürsten und Fürsten
mit dem Adel und Prälaten auch die Städte in einer dritten Kurie erfassten. Gleichzeitig bekundeten die Freien und Reichsstädte ihre Bereitschaft, die Reichsversammlung in größerer Zahl zu beschicken und die städtischen Gesandten mit weitreichenden Vertretungs- und Handlungsvollmachten auszustatten. Denn angesichts der wiederholten militärischen Unternehmung des Herrschers war die finanzielle Lasten- und Pflichtengemeinschaft des Reichs auf die Finanzkraft vor allem der großen Freien und Reichsstädte wie beispielsweise Frankfurt, Nürnberg, Ulm, Augsburg und Köln angewiesen. Bis 1648 nur über ein beratendes Votum, ein Votum consultativum verfügend, blieb ihnen jedoch die entscheidende, mitentscheidende Stimme, Votum decisivum, zunächst verwehrt.